Moin allerseits, mein Name ist Marian Häuser und ich begrüße euch zu Culture Corner Open Stage in der Corona Edition. Diesmal nicht in der Alexianer Waschküche wie die ganzen letzten Jahre, sondern schön brav zu Hause, wie sich das derzeit gehört. Tja, öfter mal was Neues, scheint momentan so das Credo unserer Zeit zu sein. Und naja, zu wem sollte das besser passen, wenn nicht zu einer Open Stage? Deswegen passen wir uns den Geflogenheiten mal an und machen mal ein bisschen was anders als sonst. Denn normalerweise wäre das heute unsere 47. Live-Veranstaltung. Und normalerweise wären zu dieser Live-Veranstaltung wieder zig Leute von euch gekommen, auf die wir uns sehr gefreut hätten. Und natürlich auch 10 Acts, die wir auf der Bühne präsentiert hätten, die jeweils 10 Minuten Zeit gehabt hätten, um was auch immer da zu bieten. Das ist halt eben das Schöne an einer Open Stage. Man weiß halt nie, was einen so erwartet. Und so ein bisschen wollen wir diesen Spannungsbogen auch mit ins Netz transferieren. Wir werden euch hier heute nicht 10 Acts präsentieren, das wäre eine sehr ausufernde Show. Aber wir werden das so anstellen, dass wir vier von den Leuten, die uns richtig gut gefallen haben und die uns die letzten Jahre schon ein paar Mal beehrt haben, euch heute mal vorstellen werden, mit ihrer Kunst, aber auch in kleinen Interviews. Und wir machen das Ganze natürlich in Zusammenarbeit mit dem AStA der Uni Münster, die das schon seit Jahren finanzieren. Vielen Dank. Und wir machen das vor allen Dingen diesmal auch in Kombination mit www.kunstgegencorona.de. Dort haben all diese Künstlerinnen und Künstler, die wir heute zeigen, auch schon ihre Kunst zum Besten gegeben. Und auf diese Seite möchten wir euch auch dringend verweisen. Da könnt ihr nämlich für all diese Leute auch noch spenden. Gut, wir fangen direkt am besten an. Und zwar mit einer Künstlerin, die zwischen Lübeck und Münster pendelt. Sie ist unter anderem am UKM angestellt. Was sie da genau macht, werden wir gleich im Interview erfahren. Jetzt hören wir doch erstmal rein, was sie so als Künstlerin zu bieten hat. Hier kommt Merle mit ihrer Liebeserklärung an Irland. Viel Spaß. Das war Merle mit ihrem Song Ireland. Den hat sie in Lübeck aufgenommen für uns. Jetzt ist sie uns aber aus Münster zugeschaltet. Hi Merle. Hi, moin. Salü. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast für uns. Wir haben gerade ja in deinen Song Ireland reingehört. Hat einen irischen Anschlag. Ist der auch in Irland geschrieben worden, oder? Nee, der ist nicht in Irland geschrieben worden. Ich habe da aber ein Jahr gelebt. In Dublin, bei einer Gastfamilie, habe ich als Au-pair gearbeitet und hatte echt eine ziemlich geile Zeit da, also habe die sehr genossen und das war direkt nach der Schule, so ja, wie bei vielen. Mhm. Und vor allem habe ich da so gemerkt, wie frei ich mich da gefühlt habe. Also es hat echt für mich ganz viel ausgemacht, mal so buchstäblich ein Meer zwischen mir und allen anderen zu haben, die mich kennen. Das hat echt Spaß gemacht, ich hatte da eine coole Zeit und darum geht's. Den habe ich dann im
im Nachgang geschrieben, einfach um mich dann nochmal so dann zurück zu erinnern. Ja. Vermisst du Irland? Ja, mega. Ich wäre auch eigentlich gerade da gewesen über Ostern und hätte da Urlaub gemacht, aber das ist jetzt leider flach gefallen. Das müssen wir immer nachholen, aber das wird auf jeden Fall passieren. Ja, also, aus Gründen. Wir werden so einiges nachholen müssen. Ja. Aber sag einmal, also wenn du nicht auf Bühnen stehst, dann machst du auch noch eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Genau. Na, wie schaut es denn an der Stelle aus? Was ist denn da gerade so Phase? Je nachdem, wo man ist. Ich arbeite auf einer Normalstation, auf einer neurologischen im Moment. Und da gehen die Sachen erstmal ihren gewohnten Gang. Natürlich haben wir weiter so die Patienten, die auch sonst kämen. Tatsächlich ist aber der ein oder andere von denen mittlerweile schon mit Zustand nach Corona bei uns und hat davon dann ein paar neurologische Schäden zurückgelassen erstmal. Also auch das ist nicht zu unterschätzen. Auch wenn man jung ist, wenn man sonst gesund ist und die Krankheit übersteht, kann da ein bisschen was bei hängen bleiben. Und insofern, das ist jetzt echt spannend, aber auch ein bisschen beängstigend, so die anderen Seiten noch zu sehen. Absolut, absolut. Du als angehende Expertin, was sagst denn du zu den Hygienedemos derzeit? Ja, also, dass ich super schwachsinnig finde, glaube ich, muss ich gar nicht erwähnen. Es ist halt, ich finde vor allem, es ist so respektlos den Leuten gegenüber. Nicht nur die, ich sag mal, an der Front stehen und da arbeiten. Und das sind ja nicht nur medizinisches Personal, sondern auch Politiker in vielen Hinsichten. Menschen, die sonst in wichtigen Berufen arbeiten, die das System weiter versorgen. Aber auch vor allem den Leuten gegenüber, die krank sind. Den Familien, die gerade um Angehörige irgendwie sich sorgen müssen. Die Leute, die daran wirklich versterben oder die eben Schäden zurücktragen. Und es ist ja sehr respektlos. Und kurzsichtig, glaube ich, auch. Aber wer weiß. Vielleicht kommt da doch irgendwann nochmal ein Einlenken, je nachdem, wie sich das noch entwickelt. So. Ja. Hast du denn da trotz deiner Einblicke auch eine Meinung zu, was brauchen wir? Brauchen wir mehr Lockerungen oder weniger? Ich glaube, das ist so mein Gefühl, sagt mir, dass ich eigentlich unbedingt mehr Lockerungen möchte. Trotzdem bin ich noch skeptisch. Aber ich glaube, das hat gar nicht so direkt was mit meiner Arbeit zu tun, sondern ganz einfach so von meinem Gefühl her. Aber wer weiß, vielleicht hilft es auch den Leuten so ein bisschen, um die Moral wieder zu stärken, dass wir wieder ein bisschen mehr dürfen. Und vielleicht ist es dann auch in ein paar Wochen leichter, sollten doch nochmal irgendwie wieder ein bisschen verschärftere Regelungen kommen. Ja, klar. Aber was würdest du sagen? Also hat sich auch neben dem, was sich so draußen verändert hat, hat sich auch was verbessert? Nimmst du irgendwas wahr, was sich deiner Meinung nach verbessert hat derzeit? Also ich habe das Gefühl, die Leute freuen sich mehr und nehmen das bewusster wahr, wenn sie draußen sind, Leute sehen können. Vielleicht hat sich der eine oder andere auch so ein bisschen besinnen können, welche Menschen ihm wirklich auch wichtig sind. Das habe ich zumindest oft so in meinen Bekanntenkreisen gehört, dass man so ein bisschen merkt, mit wem man gerade wirklich eigentlich zusammen sein möchte und auf wen man jetzt, wer einem gerade gar nicht so wehtut, dass man ihn nicht sieht. So, ne? Ich glaube, das ist was so ein bisschen zwischenmenschliche Beziehung so die Bedeutung nochmal ein bisschen hervorhebt. Ja, absolut, da bin ich ganz bei dir. Was machst denn du, also ich meine, du hast natürlich einen Job und dadurch auch viele Ablenkungen, aber was machst du, um die Situation nicht zu sehr an dich ranzulassen? Also vielleicht ist es das ja bei dir, so die einen haben Langeweile und du musst vielleicht eher abschalten. Was machst du denn da? Also ich habe vor einer Weile angefangen, Yoga zu machen. Das ist ziemlich kurz, nachdem ich angefangen habe, war das nicht mehr so im Studium möglich, aber so zu Hause ist ja dann doch bei dem Sport zum Glück einiges möglich. Das finde ich tatsächlich ganz entspannt. Da habe ich echt tatsächlich Spaß dran entwickelt. Sonst weiter viel Musik machen. Genau, ich habe tatsächlich gerade vorgestern erst eine Kalimba bestellt und bin jetzt gerade voll fleißig am Üben und finde es total geil. Hat richtig Spaß dran. Das sind diese kleinen Teile, die man so mit zwei Daumen spielt. Ja, warte, guck mal, ich habe sie sogar hier. Ja, bitte, holt ins Bild. Gib uns super einmal bitte geil einen Soundklang. Kannst du einmal kurz anspielen? Irgendwas? Bestimmt, ist egal. Nicht, ist doch egal. Wunderbar. Ja, siehst du, da bin ich schon bestimmt. Nein. Aber das ist doch egal. Vielen lieben Dank. Das ist live und das ist wunderschön. Genau. Das war der Anfang von dem Harry Potter Soundtrack tatsächlich. Ah, das ja. Erste, was ich geübt habe. Nee, aber die Dinger sind super geil. Also das macht richtig Spaß. Wer noch was braucht, so, um sich ein bisschen Zeit zu vertreiben, das ist ultra geil. Ja. Wie heißt das Gerät genau? Kalimba. Kauft euch Kalimbas, Freunde. Ja. Kalimbas gegen Corona. Genau.
Lohnt sich sehr. Nee, super geil. Ja. Und ansonsten, ja, versuchen die Leute zu sehen, die man sehen darf. Gerade zur Familie, das hat zum Glück in letzter Zeit ganz gut geklappt und sonst auch mit Freunden telefonieren und so. Also so ein bisschen einfach den Blick auf die schönen Dinge richten. Wunderbar, wunderbar. Ja, den Blick auf die schönen Dinge richten. Genau, genau so und nicht anders. Was wünschst du dir denn momentan? Was wünschst du dir am meisten? Oh, tatsächlich, auch wie gesagt, auch wenn ich es mit den Lockerungen kritisch sehe, aber natürlich würde ich mir einfach wünschen, dass es vorbei ist. Einfach auch für die vielen Leute, für die es gerade echt nochmal richtig hart ist. Und wir alle einen schönen Sommer haben können. Ja, unbedingt. Oh. Unbedingt. Naja, ich würde ja noch sagen, die ein oder andere geöffnete Bühne könnte nicht schaden, ne? Nee, absolut nicht. Das wäre ich die Erste, die mit dabei wäre. Ja. Bist du denn momentan froh, nicht komplett auf Kunst gesetzt zu haben? Mal Hand aufs Herz. Ja, absolut. Aber das ist ganz ehrlich, das ist auch ein Grund, warum ich das nie hätte. Für mich war immer klar, Kunst und Musik, das ist voll meine Leidenschaft, aber das musste für mich immer ein Hobby bleiben. Mhm. Unter anderem aus solchen Gründen, aber auch, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das sonst so zum Abschalten nehmen könnte noch, wenn ich wüsste, dass ich darauf irgendwie davon abhängig bin. Deswegen für mich ist es deswegen zum Glück immer noch ein schöner Gegenpol so zu all dem anderen Stress und Arbeit und sonst was. Ja. Ja, wunderbar. Das ist doch eine wunderschöne Überleitung. Dann hören wir doch auch einfach nochmal in den zweiten Song von dir rein. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ja, sehr gerne. Genau, bleib stabil, bleib gesund, bleib so wunderbar positiv. Und wir hoffen, dass wir uns dann halt bald auch im Real Life mal wiedersehen. Ne? Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Welchen zweiten Song hast du denn noch für uns im Petto? Der zweite Song heißt Fine. Und eigentlich passt der, finde ich, gerade besonders gut zu dieser Zeit, weil da geht es eigentlich darum, dass man auch manchmal Raum dafür braucht, so die negativen Gefühle oder irgendwie Traurigkeit oder ein bisschen Nostalgie, ja, mal so ein bisschen auf sich wirken lassen zu müssen, dass man manchmal nachdenklich ist und dass das völlig in Ordnung ist, aber man da einfach mal so einen Moment Zeit für braucht. Und ja, darum geht es. Na, hervorragend, dann hören wir doch auch mal direkt rein. Ich bedanke mich. Viel Spaß. Merle, lass dir gut gehen. Ja, bis bald. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ja, gerade in schweren Zeiten, so wie dieser Zeit geht es einem ja nicht immer gut und ich finde es wichtig, dass man auch das irgendwie anerkennt und auch für solche Gefühle ja Raum schafft und deswegen spiele ich jetzt einen Song, in dem es genau darum eigentlich geht. Der Song heißt Fine. Just want to think.
Und das war die Singer-Songwriterin Merle mit ihrem zweiten Song Fine. Großartige Stimme, an der Klampfe kann sie auch ordentlich was. Gerade mal 21 Jahre, spannende Frau, werden wir sicherlich noch mehr von hören. www.kunstgegencorona.de, falls ihr auch noch 2, 3 Songs mehr von ihr hören wollt. Jetzt kommen wir aber zu unserem zweiten Kandidaten, wie es bei Herzblatt immer so schön hieß. Und das ist kein geringerer als kaum jemand. Ich freue mich immer wieder, ihn so anzukündigen. Es ist tatsächlich sein Künstlername und ja doch, der ein oder andere kennt ihn bereits. Er ist schon einige Male bei uns in Erscheinung getreten und er ist auch mit einem aktuellen Album unterwegs. Das heißt, genug saniert und sieht so aus. Jetzt hören wir aber erstmal einen Song, den er extra anlässlich der Corona-Epidemie geschrieben hat. Deswegen, ja, der Song hat noch keinen Titel, aber ich glaube, er heißt einfach Nichts geht mehr. Hier ist für euch kaum jemand. Hallo Menschen. Mein Name ist kaum jemand, ich bin Liedermacher am Klavier. Mein Klavier steht vor mir, aber ihr seht es nicht. Das macht aber auch nichts, ihr werdet es gleich hören. Ich spiele euch das Lied Kakaostaub statt Viren. Und dieses Lied ist entstanden Ende März, also mitten im Lockdown, während eines zweiten Frühstücks. Und seitdem hat sich viel verändert. Vieles, aber auch nicht. Statt Viren im Rachen, Kurkuma mit Nüssen, die krachen, am Zahnfleisch und in der Lücke, taumelt zuweil eine Trauermücke, die erinnert mich daran, wie klein die Gefahr für den Menschen sein kann, denn alles wirtschaftlich Große verreckt im viralen Schoße, da brauch ich keine täglichen Berichte. Ich genieße die Düfte der Fichte. Am Waldrand nebst meiner Wohnung wird des Vogels Gesang zur Gewöhnung. Drum Menschen, nun ist es Zeit. Wir schöpfen Kraft aus der Einsamkeit, ein Sonnenstrahl morgens um 4 macht dich wacher als 5 Kästen Bier. Nun ist es Zeit zu widerstehen, jede deiner Poren dir anzusehen, zu genießen und dich zu freuen, zu lachen, zu tanzen allein und packen dich doch mal die Sorgen. Musik schenkt dir Kraft für morgen. Ich entdecke eine neue Dankbarkeit für alle, die für den Notfall bereit. Übliche Gänge können jetzt viel länger dauern als zuletzt. Ich frühstücke noch in der Nacht. Ich gehe joggen, wer hätte das gedacht? Kein Mensch grillt mehr am Aasee. Reifenwechsel ist okay für deinen PKW. Der Himmel frei vom Flugzeug. Höher in Kurs steht Grünzeug. Auch Reimen macht mir plötzlich Spaß. Genauso wie das Huldigen von Gras. Ich telefoniere per Skype. Ich ernähre noch bewusster meinen Leib. Und jetzt kaufen die Menschen Toilettenpapier, um gründlich zu putzen ihre heiligen 4 Buchstaben, die jetzt wieder wichtig sind. Denn man fühlt sich zuweilen wie ein Kind, das alles neu entdeckt. Die Gesellschaft, die Wirtschaft, den Zweck. Es geht jetzt endlich nicht mehr ums Geld, nein, es geht um die Gesundheit der menschlichen Welt. Und viel zu lang ist nun dieses Lied. Ich schenke meiner Seele Erich Fried mit seinen Texten verwandt.
weil ich nun, um mit meiner wüsten Seele zu ruhen, um mit meiner wüsten Seele zu ruhen. Kaum jemand hat für euch gesungen und ihr habt es gehört. Und da, wo er gerade noch gesungen hat, da schalten wir jetzt hin, nämlich in seine heimischen Gefilde und führen ein kleines Interview mit ihm. Moin. Moin, Marian. Ja, schönen guten Tag, kaum jemand. Ich verrate mal nicht, wie du bürgerlich heißt. Das kannst du selber machen, wenn du magst. Aber ja, sag einmal. Aber sag einmal. Ich heiße Michael. Ja, guck mal, da ist die Katze auch schon aus dem Sack. Wie viele, viele andere Menschen auch. Kaum jemand steht auf Bühnen, kaum jemand macht Musik, kaum jemand hat derzeit die Möglichkeit, einen Club zu eröffnen. Wie fühlt es sich eigentlich an, der Künstler mit dem wahrscheinlich passendsten Namen derzeit zu sein? Findest du, dass es der passendste Name ist? Das ist aber, ja, danke, dass du das so siehst. Es fühlt sich natürlich ganz anders an als vorher, weil man halt einfach, ja, weil ich eingeschränkt bin in meiner Möglichkeit, in meinen Möglichkeiten, mich zu präsentieren und irgendwie auch, so wie andere Künstler auch, irgendwie Wege finden muss, trotzdem, ja, mich nach außen zu tragen. Und ich merke einfach, wenn ich so Kanäle benutze wie Facebook oder Instagram oder auch bei YouTube was hochlade, dass das einfach nicht so dankbar ist, ne? Also man hängt dann vor diesen Videos und guckt, wie viele Klicks da sind und so, und das ersetzt einfach keinen Applaus und kein Lächeln, keine Umarmung und sowas, ne? Also es ist einfach eine andere Art der Anerkennung, und die finde ich irgendwie schwierig, ja, schwierig, darauf zu bauen sozusagen. Ja, aber wir haben jetzt ja gerade in deinen Song nicht nur reingehört, wir haben ihn uns komplett gegeben. Der heißt übrigens Kakaostaub statt Viren. Das nur mal fürs Protokoll, weil ich es in der Anmoderation ja, gesagt habe. Ja, ist übrigens entstanden bei meinem zweiten Frühstück damals, wo ich nämlich immer Müsli esse mit Kakao, also mit Rohkakao, so Kakaopulver. Mhm. Und dann habe ich einmal aus diesem Glas den Kakao da in die Müsli-Schale reingeschüttet, und dann kam da so ein Riesenschub plötzlich, also da, und dann plötzlich hatte ich ganz viel Kakao links rum und überall lag der Kakaostaub und hatte sich überall hingesetzt, quasi auf den ganzen Frühstückstisch und in mein Gesicht und überall. Und dann habe ich eben irgendwie das so im Kopf gehabt, Kakaostaub statt Viren. Ja, jetzt hast du ja die Krisensituation quasi relativ ad hoc in ein Lied verarbeitet. Würdest du denn sagen, dass die Krise derzeit dir auch irgendwie künstlerische Impulse gibt und dich irgendwie ja, so ein ganz bisschen gerade auch beflügelt? Also ja, auf jeden Fall. Beflügelt ist vielleicht ein sehr starkes Wort, aber es hat mich auf jeden Fall auch kreativ gemacht, Gott sei Dank. Also am Anfang war ich noch sehr, sehr gelähmt irgendwie die ersten Wochen und war ein bisschen sehr irritiert und auch frustriert irgendwie mit der Situation, und irgendwann kam der Impuls daraus, jetzt was machen zu wollen und zu müssen auch. Mhm. Und dann ist dieses Lied auch innerhalb von einem Tag entstanden. Ne? Mhm. Mhm. Aber da ist noch ein anderes Lied entstanden, ein Gedicht, das dann ein Lied geworden ist. Gibt es auch auf YouTube, das heißt Dürre, Kuss und Traum. Also auch sehr schön, kann man sich auch anschauen. Mhm. Das beschäftigt sich aber auch so ein bisschen damit, mit der ganzen Trockenheit gerade, was mich auch sehr beschäftigt. Ja, ja, was meinst du? Also dürfen wir uns an die Krise gewöhnen als Dauermodus? Ja, schon. Also erstmal ja. Aber ist die Frage, wie man jetzt damit umgeht. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt schon wieder sich einiges verändert. Und ich denke auch, dass es bald wieder so eine Art, eine Möglichkeit geben wird, Konzerte so in echt zu machen. Mit echten Menschen.
Ja, also ich habe das tatsächlich im Kopf, mal sowas zu organisieren, würde ich gerne machen. Draußen auf einer großen Wiese oder in einem Hinterhof, ja, wo einfach Menschen auf Abstand auch stehen können. Und ja, dadurch, dass es draußen ist, ist es dann alles ein bisschen weitläufiger, aber man hat halt trotzdem das Publikum da. Und das ist so eine, ja, so eine Idee gerade, die ich für die nächsten Wochen umsetzen möchte. Weiß nicht, inwiefern das legalerweise, legal sozusagen, also offiziell legal umsetzbar ist. Aber versuchen kann man es ja. Ja, klar. Ja gut, ich sage mal, in erster Linie müssen wir da halt irgendwie die Entwicklung der Fallzahlen abwarten und dann muss man halt gucken, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber gut, gefährden will man ja auch niemanden. Ja? Ja, klar, das Aber stimmt. das Ganze aus der Erwägung heraus, dass dir langsam einfach auch dass dir die Bühnensituation einfach fehlt, oder ist es halt auch einfach Ja, genau, daraus. Ja. auch eine Frage der Finanzierung als Künstler irgendwann? Für mich persönlich nicht. Also ich habe jetzt nicht das Pech, dass ich irgendwie dadurch, ich habe noch nie so mega viel Geld mit meiner Musik gemacht. Ich finanziere mich ja hauptsächlich durch Musikunterricht, also durch Klavierunterricht und Posaunenunterricht. Und der Und findet auch noch nach wie vor statt? das ist jetzt immer online gelaufen, die letzten Wochen. Jetzt seit 2 Wochen geht das wieder zum Teil auch in echt. Aber auch ganz witzig, so mit Laserpointer zum Beispiel. Also ich sitze dann halt 2 Meter oder 1,5 Meter entfernt von dem Kind, das am Klavier sitzt, und zeige dann mit dem Laserpointer auf die Tasten und auf die Noten. Es müssen auch 2 Klaviere in einem Raum sein, damit man also nicht so eng an einem Klavier sitzt. Schüler und Lehrer, Desinfektionsmittel und sowas. Also da gibt es natürlich dann schon so Abstands- und Hygieneregeln, aber online habe ich das vorher gemacht, dann über Skype auch oder über WhatsApp. Und das ja, ist so ein bisschen, hat geklappt, hat funktioniert. Ja. Ist schwierig, weil ich immer sehr wichtig finde, auch mit den Leuten zu musizieren gleichzeitig. Klar. So, und das ist über Internet einfach nicht so gut möglich. Nee, natürlich nicht. Wegen der Verzögerung und so weiter. Man hört sich schlechter. Das Klar. geht einfach live viel besser. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es jetzt wieder in echt auch Ja. möglich ist. Gut, aber ich meine, wir lernen alle dazu, wir wachsen mit unseren Aufgaben. Hätten wir auch nie gedacht, dass wir beide mal miteinander Das stimmt, das skypen, stimmt. Das ist natürlich wichtig. Ich hatte auch vorher noch nie Skype benutzt, tatsächlich. Also ich habe nur wegen des Musikunterrichts dann Skype installiert. Ja, Digitalisierung ist auf einmal mehr als ein Wort, ne? Ja, das kann man wohl sagen, ja. Ja, aber Ich glaube, ich trotz habe allem noch gar da. nicht so richtig geantwortet auf die eine Frage. Kann das sein? Ich fand, das war sehr richtig geantwortet. Ja, ich weiß nicht genau. Ja, nein, ich glaub, da können wir so stehen lassen. Okay. Aber sag einmal, bei all den ganzen Irrungen und Wirrungen, die diese Zeit so mit sich bringt, stellst du auch irgendetwas fest, was sich verbessert hat im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit? Naja, was schon ganz interessant ist, dass so bestimmte Dinge zutage kommen, wie jetzt zum Beispiel die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, was vorher vielleicht nicht so, ja, nicht so thematisiert worden wäre. Oder auch die Bedingungen also für Menschen, die im Pflegebereich oder im Krankenbereich arbeiten, dass da jetzt plötzlich wird irgendwie gesagt, ja, die verdienen zu wenig und müssen mehr, brauchen mehr Anerkennung. Und das finde ich gut, dass das jetzt tatsächlich mal auch zutage gekommen ist und dass sich da so ein bisschen was bewegt. Ich hoffe ja auch, dass das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird. Da ist ja auch so ein bisschen die Diskussion ins Rollen gekommen. Das ist auch eine Sache, die ich positiv finde. Natürlich fürs Klima, so dass weniger Flugzeuge unterwegs sind. Das ist natürlich auch was Gutes, wobei jetzt die Lufthansa wird ja auch ordentlich gepusht jetzt wieder finanziell, sodass die natürlich auch wieder, ja, wahrscheinlich wird das auch alles wieder seinen normalen Gang gehen. Ja, So. da können wir direkt einhaken. Also wenn das jetzt das Positive ist, wo würdest du denn sagen, was ist das Negativste oder wo liegt deine größte Angst in der jetzigen Entwicklung? Meine größte, also in Sachen Gesellschaft, oder wie meinst du? Ja, gerne. Insgesamt.
Also meine größte Angst für mich persönlich und auch, ich denke auch für die Gesellschaft, ist so dieses Social Distancing tatsächlich. Also das macht mich wahnsinnig irgendwie. Also auch jetzt, auch selbst im Freundeskreis, Bekanntenkreis, man muss vorher abstecken, willst du eine Umarmung oder nicht? Oder so, und dann komme ich mit meiner Corona-Konzept-Umarmung. Ich habe da was überlegt, ne? Also wie man sich umarmen kann. Muss ich jetzt nicht erklären, aber das geht, dass man sich Also umarmt. doch, das wäre schon spannend. Komm, erklär mal, Ach wie so, geht das? ja. Ja, ganz einfach. Also man hält die Luft an, wenn man sich nahe kommt und schaut nach links, also weg von den Menschen. So, also macht so. Und wenn man sich dann, während man sich umarmt, kann man ja kurz atmen, sozusagen vom Menschen weg. Und wenn man wieder auseinander geht, wieder Luft anhalten. Und wenn man wieder auseinander ist, kann man wieder normal atmen. Und wenn man jetzt, wenn einem das immer noch zu unsicher ist, dann kann man das noch mit Schutzmaske machen. Und dann sollte eigentlich nichts passieren, weil im Grunde sind dann nur Klamotte an Klamotte, so Arm in Arm, so, was soll da irgendein Virus machen? Also da sollte nichts passieren eigentlich. Ja, und es läuft halt Vielleicht auch nicht naiv, aber ich glaube, es kann, ich glaube, es ist so. ja, also vor allen Dingen ist es unbestritten, dass es dem sozialen Wesen Mensch einfach absolut zuwiderläuft, wenn wir weder Hände schütteln noch uns irgendwie körperlich nähern, sonst dann noch hinter Masken verstecken. Solange das im Zuge der allgemeinen Gesundheit irgendwie alles zu rechtfertigen ist, haben wir da bestimmt auch Verständnis für, aber auf Dauer wird es natürlich zäh, ne? Die Frage ist, wie lange man das aushält. Ja, wenn man sich an sowas gewöhnt und also ja, das ist schon irgendwie, ich finde das traurige, einfach traurig. Ich finde es einfach sehr traurig. Also, dass man sich nicht mehr so ganz frei versammeln kann und naja, und dann gibt es ja noch diese Wutbürger, also diese Widerstandsleute gerade, die irgendwie sich mit, die irgendwie mit Verschwörungstheorien so da vorbeikommen. Ja, Den möchte man ja auch das. nicht zusammen in einem Atemzug genannt werden. Nee, genau, aber das hat mir jetzt die letzten Tage und Wochen so ein bisschen Sorge bereitet, weil natürlich da Menschen sind, die auch aus berechtigten Gründen ja, demonstrieren, sich nicht wohlfühlen mit der Situation und dann aber eben auch ja, rechte Bewegungen da wiederum eine Rolle spielen und ja, dass irgendwie tatsächlich schwierig ist, sich davon zu distanzieren, wenn man einfach sich nicht wohlfühlt und demonstrieren will, ja, was für eine Bewegung gibt es da gerade, ne? Da Das gibt ist eine es absolut Bewegung, richtige da Frage, gibt es ja. nur die Bewegung, zu Hause bleiben und Schutzmaske tragen und dann irgendwie innerlich wütend sein oder was. Also, ne, also schwierig irgendwie. Ja. Wenn du dir was wünschen könntest, was wäre das gerade? Jetzt gerade. Ja, ich würde mir wünschen, dass wieder Konzerte stattfinden können, ganz normal. Das ist, glaube ich, gerade das Wichtigste. So ganz normale, schöne Konzerte mit vielen Menschen, mit Umarmungen, mit allem, was dazugehört. Tröpfchenübertragung. Inklusive. Ja, genau. Ja, hemmungsloses Küssen. Ja, schön. Ja, sehr schön. Nähe, Sehr, Nähe. bin ich bei dir. Ja, genau. Ja. Okay, ich muss leider sagen, wir sind leider schon am Ende unseres Interviews angekommen. Und jetzt kommt hier auch die Post. Warum auch immer, ich habe keine bestellt. Ja, ist doch Aber sag schön, doch, ist ja, Alltag, ne? wunderbar. Ja, lass mal so rein. Aber du hast noch einen Song in der Pipeline, mit dem wir uns jetzt hier aus dem Interview verabschieden. Welchen hast du dir da Ja. ausgesucht? Ja, ich habe mir das Lied Gehacktes gemischt ausgesucht. Weil ich auch denke, dass es ganz gut in diese Situation passt. Ich habe tatsächlich gemerkt, einige meiner Lieder passen ganz gut in diese Situation, aber dieses Lied besonders, weil es da auch um Verzicht geht und wir eben auch gerade das zwangsweise so ein bisschen lernen müssen, zu verzichten. Und noch dazu passt es natürlich zu diesen ganzen Geschichten in der Fleischindustrie. Ja, billig, also wie billig Fleisch produziert und verkauft wird. Und das spricht das Lied halt auch an und es ist auch ein bisschen witzig. Ist mal nicht so melancholisch wie sonst viele meiner Lieder.
Ja, wunderbar. Dann hören wir man doch kann dazu auch gut tanzen übrigens. Man kann das auch als Techno-Beat im Hinterkopf, man kann so ein Techno-Beat, das muss man sich da aber vorstellen. Hervorragend, hervorragend. Wir ja. hören rein und stellen uns das Uts-Uts vor. Ich bedanke genau. mich bei dir, Michael. Lecker. Gehacktes. Gehacktes gemischt, ein Kilogramm 3,30. 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 Das haben wir uns verdient, ja, das haben wir uns verdient. Wir arbeiten so fleißig, wir arbeiten so fleißig. Wir wollen gutes Fleisch, wir haben Recht auf gutes Fleisch. Wir haben Recht auf gutes, 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 billiges. Gehacktes gemischt, ein Kilogramm 3,30. Gehacktes gemischt, ein Kilogramm. Wir brauchen hohe Mieten, wir brauchen große Einkaufszentren, wollen uns doch was bieten. Das haben wir uns verdient, ja, das haben wir uns verdient. Wir brauchen große Häuser, wir brauchen hohe Mieten, wir brauchen das Hafencenter, wollen uns doch was bieten. Das haben wir uns verdient, ja, das haben wir uns doch verdient. Ja, das haben wir uns doch, das haben wir uns, das haben wir uns, das haben wir uns wieder Verzicht. Haben wir nie gelernt, wir kotzen lieber wieder alles aus. Verzicht haben wir nie gelernt. Wir lernen doch immer nur, dass wir noch mehr brauchen. Subtraktion war immer schon schwerer als die Addition. Schon in der Schule wurden die Kinder gemobbt, die kein Adidas trugen. Kommst du mit nach McDonald's? Nein! Das sind die Kinder, die immer geschlagen wurden. Kommst du mit nach McDonald's? Nein! Das sind die Kinder, die zu Hause gehacktes Aas. Gehacktes gemischt, ein Kilogramm 3,30. Gehacktes gemischt, ein Kilogramm 3,30. Komm, Finn, ich pack dir noch ein Mettbrötchen ein. Ich will aber gar kein Mettbrötchen. Du nimmst jetzt dieses Mettbrötchen. Komm, Klaus, ich geb dir noch ein Bier aus. Ich will aber gar kein Bier, ich will lieber eine Avocado-Schnitte mit Ingwer für 4,50. Traditionen sind zum Weitergeben da. Traditionen sind zum Weitergeben da. So auch die Mettbrötchen-Tradition. So auch die Biertrink-Tradition. Für euch der Liedermacher Kaum Jemand mit seinem Song Gehacktes gemischt, Lied Nummer 8 auf seinem aktuellen Album Genug saniert. Wenn ihr das unbedingt mal in eurer CD-Sammlung haben wollt, dann schreibt ihn doch am besten direkt an über seine Homepage www.kaumjemand.de. Und wir kommen zur dritten im Bunde. Die dritte, die wir euch vorstellen wollen, ist Amelie Werner aus Altena, ein kleines Städtchen im Sauerland. Und sie ist zu uns gekommen, mit dem Bus, mit dem Zug und hat uns ziemlich umgehauen. Nicht nur, weil sie wahnsinnig talentiert ist, das sind die anderen auch, aber sie ist halt auch noch unglaublich unfassbar jung. Wenn sie nämlich nicht auf Bühnen steht, dann geht sie noch zur Schule. So sehr das derzeit halt möglich ist. Und deswegen möchte ich erstmal gerne mit ihr drüber reden, wie das momentan für sie so ist, was sich alles so geändert hat und ob sie die derzeitige Situation künstlerisch schon verarbeiten kann. Hallo, Amelie. Hallo. Schönen guten Tag. Du sag mal, für die uns Zuschauerinnen so zur Einordnung, wir kennen uns ja aus dem Poetry Slam. Du bist aber auch Musikerin, später wollen wir noch was von dir hören. Du bist aber halt auch Schülerin und deswegen mal gleich die Frage zu Anfang. Was hat sich eigentlich an deinem Alltag als Schülerin so alles geändert? Ja, also ich würde mal so sagen, eigentlich alles.
alles am Schulalltag, den wir so kennen als normale Schüler. Ich habe jetzt nur noch Online-Unterricht, also wir haben Meetings oder wir kriegen ganz viel geschickt. Und ja, ich stehe morgens so um 10 Uhr oder so auf, ganz entspannt und schaffe es trotzdem noch, meine ganzen Aufgaben ja hinzubekommen, setze mich in die Sonne und genieße das eigentlich so ein bisschen. Und ja. Ja. Wollte ich gerade sagen, klingt so, als ob es Schlimmeres gäbe an manchen Tagen, aber hat ja auch viel mit Selbstorganisation zu tun. Ne? Jo. Also, und ja, das gelingt. Ich höre von einigen Schülern von mir, dass denen halt die Struktur total fehlt. Also bei mir ist es einfach, weil ich das immer schon alleine so gemacht habe, aber bei manchen ist das natürlich ganz anders. Jeder Schüler ist anders und dann wird das schon manchmal zu einer Herausforderung. Ja, gut, aber klar, es ist eine Typfrage. Hat natürlich was damit zu tun, ob man die technischen Voraussetzungen hat, ob man ja die ganzen Möglichkeiten von zu Hause hat. Ne? Viele Ungleichheiten, die sich da jetzt gerade natürlich manifestieren. Aber du scheinst selber ganz gut drauf klarzukommen. Jo. Ja, kann ja auch für die Kunst nicht schaden, wenn man selbst organisiert unterwegs ist. aber sag einmal, ist trotz aller Veränderungen derzeit die Kunst für dich halt auch irgendwie ein Anker? Kannst du die jetzige Phase für dich irgendwie künstlerisch schon nutzen? Ja, also ich muss sagen, im Moment bin ich halt sehr, ja, ich habe sehr viel freie Zeit und ich habe auch schon, ja, viel gemalt oder geschrieben, aber ich nutze im Moment die Zeit mehr, so runterzukommen und mich zu entspannen, dass ich halt, ja, wieder demnächst halt mehr schreiben kann, aber ich genieße das jetzt erstmal so ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Natürlich schreibe ich ab und zu ein paar Texte. Aber ich mache mir da jetzt gar keinen Stress, dann so ganz viel rauszuhauen oder so. Ja. Ja, das ist schön. Es gibt viele, die jetzt gerade vom Druck erschlagen werden, sich neu erfinden zu müssen, aber du nimmst es halt eher, wie es kommt. Ja, ja, gut, man kann ja eh nichts dran ändern, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Also man kommt runter, man entspannt, man kriegt vielleicht auch ein bisschen neue Inspiration, weil man nicht ganz so den Druck im Nacken hat. Aber für dich als junger Mensch, wie ist das gerade? Also keine Partys, keine Freunde. Ich kann mich an mich erinnern in deinem Alter. Ich wäre bekloppt geworden, instantly. Also was machst du da, um nicht verrückt zu werden? Und was fehlt dir gerade am meisten? Also ich muss sagen, ich bin auch eine der Menschen in meiner Stufe, die sehr viel feiern gehen und das eigentlich auch total gerne machen. Und ich tanze auch total gerne einfach mal so. Nachvollziehbar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch mal okay ohne, weil ich weiß, ich hatte das und ich hoffe einfach, dass ich das nochmal bekomme. Und ich finde, man ist nie irgendwie zu jung oder zu alt dafür. Und ja, eine kleine Pause tut uns vielleicht auch mal ganz gut. Ja, kommt drauf an, wie klein die Pause wird oder wie groß. Ja. Also wir sprechen da jetzt schon von einigen Monaten und Kneipen, Clubs, Cafés werden ja so das Letzte sein, was wieder aufmachen darf. Ja, da macht man sich halt einfach mal die Musik ganz laut an zu Hause und tanzt dann halt alleine ab. Ist auch okay. Jeder tanzt ab jetzt für sich allein. Ja, das ist ja, ist auch eine Art von Tanzfläche. aber gut, also wenn ich so an Zusammenkünfte junger Menschen denke, denke ich jetzt auch nicht nur vor allen Dingen an Partys, sondern mit Blick aufs letzte Jahr denke ich natürlich auch vor allen Dingen auf an die große Klimabewegung, Fridays for Future, die weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Du bist da auch ein erheblicher Teil dessen gewesen in deiner Klasse, so wie ich das richtig verstehe. Wie siehst du das? Also wie bewertest du das jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass all das nicht mehr möglich ist? Also der ganze Protest, der ganze Druck von der Straße, die ganze Aufmerksamkeit für das Thema, die ihr da geschaffen habt. Also ich muss schon sagen, die Energie auf diesen Demonstrationen, die war einfach unglaublich. Und auch so total, ja, hoffnungsvoll. Man hatte Hoffnung, dass sich vielleicht wirklich was ändern kann. Natürlich, die sollte man noch nicht aufgeben, aber. Ja, natürlich ist es im Moment einfach problematisch, diese Energie von ganz vielen Menschen nochmal irgendwie ja, hervorzuheben. Ja. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, also diese Online-Streiks sind natürlich eine schöne Zusammenkunft, aber nicht so vielleicht machtvoll wie die wirklichen Demonstrationen auf der Straße. Aber ich muss sagen, durch die Corona-Zeit habe ich von vielen schon gemerkt, das Umweltbewusstsein hat sich komplett verändert, weil man halt nicht mal eben so rüberfliegen kann in das und das Land oder nicht mal eben wieder die Autobahn nutzt und so und eigentlich total gezwungen ist,
das Klima ja zu schützen. Und, ja, ja, aber meinst du, das wird sich verfestigen? Meinst du, das hält länger an, als dass es die Krise gibt? Also nur weil wir jetzt nicht fliegen dürfen, fliegen wir nicht. Aber fliegen wir danach auch weniger? Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Also das muss dann natürlich auch von der Politik kommen. Es kann nicht nur allein von uns Menschen kommen. Aber ich hoffe, aber ich bin mir unsicher. Vor allem, weil alle dann unbedingt in Urlaub wollen. Vielleicht wird es dann sogar noch mal so eine Welle schlimmer. Hm. Ich weiß nicht. Ist es eigentlich schwierig, als junger Mensch jetzt auf all das zu verzichten und auch auf diesen Druck, den man auf die Politik ausgeübt hat, den jetzt gerade hinten anzustellen, um eine Generation zu schützen, gegen die man sich eigentlich auf die Straße gestellt hat? Also ich würde mal so ganz einfach sagen, dass uns das, glaube ich, überhaupt nicht schwer fällt, weil das unsere Omas sein könnten, unsere Opas, unsere Verwandten, und wir setzen uns ja nicht nur für unsere Generation ein, sondern für unsere Welt und dass die geschützt wird. Und dazu gehören natürlich auch gehört jede Generation. Und deshalb denke ich schon, dass ganz viele diese Solidarität komplett ja, befürworten können. Ja, würde mich auch stark wundern, wenn man so vehement Solidarität einfordert und sie dann in dem Moment auf einmal nicht zeigen könnte. Ne? Aber es ist eine besondere Herausforderung, vor der ihr da alle steht. So, ja. Gerade bei dem, was ihr euch da aufgebaut habt. Und ja, wollen wir hoffen, dass es nach der Krise nicht mehr so viele Notwendigkeiten gibt, diesen Druck auszuüben, oder dass es halt bald möglichst wieder Möglichkeiten gibt, wieder auf die Straße zu können. Mhm. Trotz all dieser ganzen Schwierigkeiten auch über die Generationen hinweg, hast du eigentlich immer so den Ansatz des Verbindenden und des Brückenbauens. So habe ich das in deiner Kunst bis jetzt immer rausgelesen. Du hast uns auch ein Lied mitgebracht. Möchtest du da noch ein paar Worte drüber zu verlieren, bis wir reinhören, beziehungsweise bis wir uns komplett anhören? Ja, also ich sag mal ganz so, einfach mal, dieser Song geht halt einfach über Menschen und über Menschen wie du und ich, also über jede Person eigentlich. Und ich denke einfach, dieser Song repräsentiert einfach, wie ähnlich wir uns doch sind, trotz dieser ganzen Unterschiede, die wir haben und wo wir uns darauf fokussieren sollten, ja, wie ähnlich wir uns eigentlich in den meisten Dingen sind. Und ja, ich denke, dazu müsste man sich den jetzt einfach anhören. Ja, das machen wir auch. Er heißt? Menschen machen Fehler? Ich weiß nicht, wie ich den genannt habe. Ja, du hattest mal Menschen sind Menschen gesagt, aber es ist egal. Also, künstlerische Freiheit. Wir hören rein. Ja, Amelie Werner mit ihrem Song. Vielen Dank fürs Interview. Bis bald. Jo. Bis bald. Tschüss. Menschen machen Fehler, denn Menschen sind nicht perfekt. Menschen suchen Fehler, denn Menschen sind echt verrückt. Menschen reden über Menschen, die sie selbst nicht kennen. Und Menschen kennen Menschen, mit denen sie selbst nie reden. Wenn Menschen füreinander kämpfen, dann ist es, weil sie sich lieben. Und wenn Menschen einander verletzen, dann nur, weil sie sich lieben. Und wenn Menschen niemals vergessen, dann können sie nie losleben. Du musst nicht alles vergessen, nur ein kleines bisschen vergeben. Und wenn Menschen einander bekämpfen, dann obwohl sie sich lieben. Und wenn Menschen einander vergessen, dann nur, weil sie sich lieben. Dann können sie nie leben. Du musst nicht alles vergessen.
vergessen, nur ein kleines bisschen vergeben. Du musst nicht alles vergessen, nur ein kleines bisschen losleben. Und das war Amelie Werner mit ihrem Song Menschen sind Menschen. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Gutes Ding, und auch von ihr werden wir sicher noch einiges mehr hören. Wir wären jetzt schon quasi fast am Ende angekommen, aber die letzten Worte gehören einer ganz besonderen, und zwar ist das Luise Frenzel. Luise Frenzel ist Poetry Slammerin und Luise hat einen druckfrischen Text, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Er handelt von Frauenbildern, die uns in Märchen präsentiert werden. Also Frauenbilder, mit denen wir so aufwachsen und die uns massiv prägen und die Luise massiv auf die Eier gehen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und von daher freut euch auf Luises brandneuen Text. Wie er heißt, weiß ich noch gar nicht. Wird es uns vielleicht selber verraten. Viel Spaß. Es lebte einst ein Single-Weib. Es war noch jung an Jahren, mit starkem Geist und schönem Leib musst's nicht an Freuden sparen. Der Ort, an dem es lebte, war ähnlich unsere Welt. Die Frau war längst dem Manne gleich, nur dass das nicht jedem gefällt. So begab es sich, dass eines Tages das Weib ihr Häuschen verließ und am Marktplatz zwischen Äpfeln und Möhren aufs bittere Schicksal stieß. Denn worin sich unsere und ihre Welt im Kerne unterschieden, war die Existenz von Märchenwesen, die nur das Rampenlicht mieden. Am Rande des Marktes auf eiserner Bank, daneben Krims Antlitz aus Messing, saßen, männlicher Fantasie sei Dank, eine Hexe und eine Prinzessin. Ihre Identität war freilich geheim, ihr Dasein war ausgeschlossen. Und so könnten die beiden auch Schwestern sein, die hier nur die Sonne genossen. Sophie, mein Kind, was hältst du von der, da hinten bei den Möhren? Sie lächelt so zart, wie du es oft tust, dabei könnte ich fast schwören, dass ihr Antlitz eher dem meinem gleicht, ist ihr erst die Maske entrissen. Ist sie Hexe oder Prinzessin, Kind? Ich wünschte, ich würde es wissen. Walpurga, so beruhige dich doch. Von deiner Bosheit krieg ich Migräne. Dich kann nicht mal die Liebe erretten, geschweige denn schönere Zähne. Und hättest du die Menschen wirklich durchschaut, diese armen Kreaturen, wüsstest du, dass man Frauen heut anders richtet, als Heilige oder Huren. Nun aber still, du graue Theorie, ich bin zum Wettstreit gewillt. Das Weibe dort ist edlen Blutes, also los, die Wette gilt. Und so warfen sie eine Münze empor, Kopf Walpurga und Zahl Sophie, um zu wählen, wer zuerst wirken dürfe mit uralter Märchenmagie. Das Geld zeigt Kopf, Walpurga erhob sich und rieb sich die knochigen Finger. Wenn eines das Weib zur Hexe macht, ist's ein anderes, nichts findet es schlimmer. Also her mit der Frau und dazu noch ein Apfel, den schönsten, den's jemals gab. Wenn beide zugleich nach der Frucht hingreifen, sehen wir gleich, ob ich richtig lag. So geschah's, als sie mit den Fingern schnippte. Ein zweites Weib sah zu der Frucht. Und wie vorbestimmt griff sie gleichzeitig zu, denn der Apfel war ja verflucht. Doch zur Überraschung der garstigen Hexe zog's Weib die Hand zurück, nickte dem zweiten freundlich zu und lächelte dabei vergnügt. »Nimm nur, Schwester«, sagte sie, »es gibt hier noch so viel mehr, das gleichermaßen mein Herz erfreut. Zu teilen fällt mir nicht schwer.« Walpurga erbleichte und schrie empört, »Ich wittere fremde Magie! Dieses Weib kann niemals so unschuldig sein, geirrt habe ich mich noch nie!« »Dann wird's vielleicht das erste Mal sein«, sprach Sophie nicht ganz ohne Häme. »Doch lass mich noch einen Beweis erbringen, bevor ich dich vorschnell beschäme. Ich rufe sogleich einen Prinzen herbei, einen ganz besonders strammen, dessen Schwert ein Schirm und der Feind der Regen, das sollte ihr Herz entflammen.« Sie sprach's, und schon zog sich der Himmel zu. Das Weib ward nass von dem Regen, doch sogleich schon eilte ein Mann herbei, um ihr Jacke und Schutz zu geben. Sein starker Arm hielt den Schirm empor, um sie gegen die Tropfen zu schützen. Doch das Weib sprang unter dem Schirm hervor und hinein in die nächstbesten Pfützen.
So tanzte sie, durchnässt bis zur Haut. Ihr Make-up lief in bunten Strömen. Der Prinz hatte längst das Trockene gesucht, da hörte sie freudiges Stöhnen. Ein anderer Mann trat selig strahlend heraus aus der Marktmarkise, das Gesicht dem Regen entgegengestreckt, als ob er jeden Tropfen genieße. Das Weib suchte lachend seinen Blick, dann ging sie dem Manne entgegen und rief: »Ich muss aus den nassen Klamotten raus, du auch?« Und sie grinste verwegen. »Weib, deine Absicht kann ich ja ahnen«, sprach er, doch nahm ihre Hand sofort. »Mag sein«, sagt sie, »doch mir ist danach. Mein Name ist Tanja und mein Häuschen steht dort.« So verschwanden sie hinter Regenschleiern. Zurück blieben nur zwei erschrockene Gestalten. Sophies Blick war starr und Walpurgas voll Wut, weil ihre Zauber hier nicht länger galten. »Wie kann das nur sein? Wann ist das geschehen, dass das Weib einfach tut, was es will? Und so anders als für sie vorgesehen, ach Sophie, nun sei endlich still!« keifte die Hexe in Richtung der Zarten, die immer lauter weinte, weil in ihr, was unvermeidlich war, eine leise Erkenntnis keimte. »Ich glaube, wir werden hier nicht mehr gebraucht und wurden's wohl noch nie. Wenn ich aufrichtig zu dir sprechen darf, ich wäre gerne wie sie. Du und ich sind von Männern erdacht und selbige schrieben uns nieder. Zwei Bilder gab es für Frauen zur Wahl in Geschichten und in Liedern. Die Bilder erwachten zum Leben und wir füllten sie fortan. Selbst dann noch, wenn's uns in Teile zerriss, weil man nur einmal wählen kann.« »Kind, vielleicht ist es an der Zeit, dass unser Märchen endet. Ich wirke einen letzten Zauber, der das Schicksal zum Guten wendet.« Walpurga seufzte, den Arm um Sophie, und sah auf die Büste aus Messing, und sie wurden zu Stein, was ihr Ende war, das der Hexe und der Prinzessin. Und noch heute blieben die Menschen stehen, um über die Statue zu streichen und sich zu mahnen, dass niemals vergessen sein darf, dass zwei Arten von Frauen nicht reichen. Und das war Luise Frenzel. Hat's euch gefallen? Dann lasst es sie doch wissen. Geht doch einfach mal auf ihre Homepage luisefrenzel.wordpress.de und schreibt ihr, dass ihr sie ganz großartig findet oder folgt ihr bei Facebook oder bei Instagram oder sonst irgendwie. Lasst euch was einfallen. Seid kreativ. Ihr schafft das schon. Das war sie auch schon. Unsere allererste Sendung. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen Spaß bereitet. Uns auf jeden Fall, auch wenn es wirklich mal echt was anderes ist. Ich freue mich sehr, 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 wenn ich euch alle wiedersehen kann und wenn wir wieder auf der echten Bühne stehen und nicht in den eigenen heimischen vier Wänden. Aber gut, so ist das momentan, machen wir das Beste draus. Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich beim Aster der Uni Münster, bei kunstgegencorona.de, bei allen, die heute Abend aufgetreten sind. Ich bedanke mich ganz besonders bei der Kamerafrau Annalisa Konrad und ich bedanke mich vor allen Dingen auch, bei allen diejenigen, die uns die ganzen Jahre unterstützt haben. Die Alexander Waschküche sei hier natürlich zu nennen, auch wenn sie heute ein bisschen sehr, sehr kurz gekommen ist. Wir freuen uns wirklich, wenn wir wieder bei euch angreifen können. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles erdenklich Gute. Bitte geht zwischenzeitlich doch mal auf kunstgegencorona.de und spendet für die Künstlerinnen und Künstler, denn das ist echt eine richtig miese Zeit für viele von uns. Und da werdet ihr noch viele weitere treffen, viele weitere finden, die wir euch in dieser kurzen Zeit nicht präsentieren konnten, die aber alle hörenswert und sehenswert sind. Deswegen, schaut da vorbei und ansonsten, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, bleibt positiv, fallt nicht auf Verschwörungsscheiße rein und ansonsten kommt gut durch diese anstrengende Zeit. Mein Name ist Marian Häuser und ich sage tschüss, tschüss an dieser Stelle.